Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück bei einer neuen Episode von Mass Effect 3. Ja, wir sind wieder zurück im Universum. Wir sind auf der Kapitänskajüte, hier wollen wir eigentlich gar nicht hin, sondern zum Kampfinformationszentrum. Unsere alte Heimat, die Normandy. Hier haben wir sie. Und wir sind gerade immer noch im Leviathan DLC. Ich gucke trotzdem einmal nach, ob wir Mails bekommen haben. Haben wir nicht. Und wir brechen direkt auf. Wir müssen nämlich Anne finden. Die gute Tochter ist das, glaube ich. Ist das die Tochter oder die Frau? Habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Wir müssen auf jeden Fall die gute finden hier. Ist natürlich jetzt die Frage, wo haben wir sie denn hier? Ausgrabungsstätte scannen. Genau, wir müssen nämlich diesen Scarabeus-Nebel, glaube ich, einmal näher durchleuchten. Dann werden wir jetzt einfach mal hier rüberfliegen. Zur Ausgrabungsstätte. Und dann werden wir sehen, was wir hier erreichen können. So, warte mal. Was haben wir denn hier? Ich habe etwas gefunden. Oh, hier ist aber... Oh, 1000 Reaper auf jeden Fall am Start. Hier haben wir wieder irgendwas Spannendes. Standard-Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Den wollen wir nochmal scannen. Muss doch irgendwas Krasses verborgen sein hier, oder? In diesem Gas-Giganten. Hm. Ah, hier. Jupiter-Abhandlung. Ja, sieh mal eine an. Die Jupiter-Abhandlung haben wir hier bekommen. 50% haben wir noch. Ja, dann scanne ich ja auch nochmal die andere Seite. Ja, scheiße, ist natürlich jetzt so optimal hier gerade. ULG-Sprung erfolgreich. Ja, komm. Machen wir später. Ja. Ja, fliegen wir erstmal dieses System hier an. Aber wenn wir hier schon mal gerade sind, können wir auch noch mal eben einmal durchscannen hier, oder? Boah, ein riesiges System hier. Hier findet sich aber nicht so viel. Gibt es hier überhaupt irgendwas? Natürlich eine berechtigte Frage. Reaper-Aufmerksamkeit. Signal bestätigt. Wird höher. Hey, komm, die nehmen wir auch noch mit hier. Wir können ja alles gebrauchen. Wir sind ja gerade mitten im Universum unterwegs. Ja, und das geht natürlich gleich weiter hier mit dem Leviathan DLC. Und wir werden mal sehen, ob wir dann Leviathan schlussendlich ausfindig machen werden. Das ist ja auch noch gar nicht gegeben, ob wir das überhaupt schaffen werden. Genau, und hier können wir noch ein bisschen Treibstoff auftanken. Und dann kann es ja auch schon direkt weitergehen. Zack. So, 100% im Dirada-System. Wir fliegen jetzt mal nach Zaheren. Zaheren. Ich habe etwas gefunden. Okay. Das ist diese Ausgrabungsstätte. Ein trockener, aber bewohnbarer Planet, der kurzzeitig von der Pyrena Corporation, einem Konsortium aus Asari-Kolonisten und gesellschaftlich eingegliederten Watcher-Arbeitern kolonisiert war. Nach einem wirtschaftlichen Abschwung verließen jedoch viele Asari den Planeten. Ach komm, dann machen wir doch mal einen Scan drüber hier. Lasst uns gar nicht lang babbeln. Einmal scannen und gut ist. Suche erfolgreich. Auf den Scans sind einige abgeschirmte Habitate sowie eine aktive Energiequelle zu sehen. Zur Bestätigung ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Wir haben Anne Brysons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Danke. Dann werden wir doch einmal landen. Die nehmen wir mal mit hier heute. Nehmen wir nicht mal hier Edie und Garrus mit. So. Gruppenauswahl bestätigen. Wir versuchen natürlich immer ein bisschen Abwechslung ins Spiel reinzubringen, wobei ich sagen muss, dass ich Javik ziemlich cool finde. Hat sich auch so momentan nicht viel dran geändert. Wir können ja mal unserem kleinen Rebellen hier aufstocken. Mehr Kraftschaden, mehr Sturmgewehrschaden natürlich. Und mehr Präzisionsschaden. Er ist ja gut ausgestattet, der Junge. Panzerbrechende Munition, Betäubungsschuss ist auch immer ganz nice. Sie können mit dem Betäubungsschuss Ziele verbrennen, einfrieren, stören, warpen oder ihre Panzerung durchdringen. Verstärkung, je nach aktiver Munitionskraft, okay. Erhöht 10 Sekunden lang den Schaden gegen organische Wesen um 100%. Erhöht Kraft. Das klingt doch gut. Das klingt mir sehr gut. Oh, Edi können wir auch noch mal ein bisschen hier fertig machen.
unabhängige KI ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Kraftschaden hier rein. Und Tech-Schaden, würde ich mal sagen, ne? Bauen wir das hier mal ein bisschen auf. Erhöht Schaden und Dauer von Gruppenmitgliedern. Reduziert Schildaufladungsverzögerungen. Alles nicht so geil irgendwie gerade, oder? Gucken wir hier nochmal Tauschkörper durch. Erweitern. Ersetzen Sie Feinde in einen Radius von 2 Metern, um den Tauschkörper in Elektroschock mit 160 Schaden. Das ist nicht gut. Zack. Oh, wir haben noch 20 Punkte, Alter. Tauschkörper explodiert bei Zerstörung und verursacht in einem Radius von 4 Metern 600 Schaden. Oh, krass. Machen wir mal den hier. Tauschkörper ist natürlich nice. Verbrennung können wir auch nochmal nehmen hier. Zack. Und machen wir mal hier so einen Gruppenteil. Genau. Erhöht Schaden 8 Sekunden lang um zusätzliche 40%. Was haben wir hier noch? Unabhängige KI können wir auch nochmal eben ausbauen. Erhöht Gesundheit und Schildbonus. Okay, dann haben wir die EDI auch nochmal kurz ausgestattet, bevor es losgeht. Es gibt Berichte über einen Angriff auf eine Ausgrabungsstätte? Weitere Informationen, Garrus. Richtig. EDI, können Sie uns mehr sagen? Das ist das Hauptlager einer Reihe von Ausgrabungsstätten, die Dr. Garrett Bryson eingerichtet hat. Die Leitung des Projekts hat seine Tochter Anne. Sie hat vor kurzem ein weiteres Artefakt mit möglichem Bezug zu Leviathan entdeckt. Diese Entdeckung muss die Stätte zu einem Ziel gemacht haben. Nice. Ich würde mal sagen, wir hinken hinterher. Aber das holen wir auf. Ja. Der Angriff bedeutet, dass die Reaper uns einen Schritt voraus sind. Wir müssen uns beeilen. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez? Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten ist, hat sie auf unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das von ihr entdeckte Artefakt könnte zusätzliche Komplikationen verursacht haben. Okay, bringen Sie uns näher ran. Verstanden. Hier sind Feinde! Bringen Sie uns rein! Commander, auf der Landeplattform! Das ist sie! Achtung, Shuttle! Hier spricht Dr. Anne Bryson! Wir werden angegriffen! Okay, dann ein... Verdammt! Die Reaper! Mehrere Feinde registriert! Bringen Sie uns rüber! Negativ, zu heiß! Fliege untere Plattform an! Festhalten! Jetzt! Los! Boah, springen. Scheiße! Das wird gefährlich! Ja, der Cortez soll lieber mal einen Abgang machen, ey. Wir können hier nicht bleiben, Shepard. Boah, sinnlos, ey. Diese Plattform bleibt nicht mehr lange stabil. Ask, okay. Bewegung! Sie ist irgendwo über uns. Scheiße, was ist hier denn los, ey? Wow. Hallo? Ist da jemand? Ich komme runter. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Es ist zu gefährlich. Wir kommen zu Ihnen. Ja, okay. Boah, fuck. Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der anderen Seite. Verstanden. Wir sind unterwegs. Okay, die Husks sind auf jeden Fall One-Shot. Okay, schauen wir mal hier. Kommt hier nach oder was? Vorsicht walten lassen, ich weiß. Wir haben nicht viel Zeit, um uns hier umzusehen. Wir müssen einfach Gas geben. Hier entlang. Irgendwie runter oder was? Das wird gefährlich. Scheiße, ey. Wir sind direkt hier eingekesselt. Sie sind überall hier oben. Können Sie sich irgendwo verstecken? Ich versuch's. Tun Sie das und bleiben Sie dann dort. Wo seid ihr, Mann? Wo seid ihr? Oh, oh, oh. Schön unten bleiben. Okay, AT-12 Raider. Ah, ist natürlich eine Shotgun hier. Oh, was ist das, die neueste hier? Claymore? Nee, nee. Raider hier, guck mal. Nee, ist halt nur so eine Standardwaffe, ne? Nee, nee, komm. Die brauchen wir gerade nicht.
Die hält uns nur auf, der Unnötige. Ja, ist das denn? Komm, lass ihn her. Oh, oh. Okay, was gibt's hier noch so Schönes? Hochgeschwindigkeitslauf. Ja, kann man mal machen. Ja, hier bebt alles. Also, so kommen wir da nicht raus. Okay. Suchen wir einen anderen Weg. Gleich hier hoch. Boah, da oben landen schon wieder die Enemies. Fuck, 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 fuck. Boah, scheiße, ey. Ja, die Waffe ist nicht so gut hier. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Nehmen wir mal die hier. Ah, wir haben jetzt echt nur 18 Munitionsschüsse mit der. Krass. Das da drüben sieht aus wie eine Brücke. Ja, nicht sehr viel, ne? Steuerung funktioniert nicht. Jemand muss sie reparieren. Sofort. Kurzschluss bei einigen Dreck. Dürfte aber kein Problem. Geht ganz schnell. Das war'n mal Hass. Ich hab's. Zieh mir die Brücke jetzt hoch. Okay, nice, Garrus. Banshee, Commander. Ach du Scheiße. Oh oh. Ja, die sind nicht ohne, die Jungs hier. Oder besser gesagt, die Mädels natürlich. Schön auf den Kopf zielen. Hammer, Hammer, Hammer. Oh, Alter, komm! Brücke ist oben! Boah, die Viecher sind echt krass. Der Fahrstuhl kann nicht weit weg sein! Ja, hier lang, Garrus. Komm mit, alter Freund. Okay, okay. Hier runter. Hier entlang. Hammer, Hammer, Hammer. So ein kleiner pissiger Husk kann uns nicht viel anhaben. Alles klar. Oh, scheiße. Die Viecher da hinten schon. Hier kommen wir nicht rein. Der Fahrstuhl kommt. Man, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Gibt es einen anderen Weg nach oben? Ich öffne die Kapseltür in Ihrer Nähe. Darüber befindet sich ein Zugangspunkt, Commander. Aber dorthin müssen Sie klettern. Verstanden. Hier hoch oder was? Scheiße. Hier lang, komm. Bin vorsichtig. Immer die Waffe im Anschlag. Damit auch hier nichts schief geht. Hier hoch, zack, zack. Weitere Feinde voraus! Okay, lass sie mal kommen, lass sie mal kommen. Wir haben ja hier. Boah, scheiße, da hinten ist. Hey, Alarm. Den Verwüster haben wir fast down. Ein paar Daten einsacken und dann ist ja auch schon wieder alles gut, ey. Kannibale, komm mal her hier. Die haben wir doch auch schnell down, oder? Kein Problem. Ja, die nehmen wir noch mit hier, die Teile. Ab geht's, ab geht's. Oh, fuck, 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 verhüster, verhüster. Oh, scheiße, weg, 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 weg. Boah, nice, ey. Ja, dafür ist die Sniper echt mega, ne? Für diese fetten Viecher. Wir beißen uns hier auch momentan echt gut durch, ne? In letzter Zeit. Hohoho, ho, ho, komm. Shepard ist am Start hier. Oh, fuck, ey. Kannibale. Schnauze. Okay, weiter, weiter. Boah. Das wird noch gleich irgendwas blockiert. Geben hier. Finden Sie einen anderen Weg. Hier hoch, komm, komm, komm. Was ist denn hier los, ey? Die ganze Kolonie wird attackiert. Ich glaube, hier könnten wir durchklettern. Commander, Sie haben meinen Assistenten Hopkins angegriffen. Wir werden umzingelt. Bleiben Sie versteckt, Doktor. Wir versuchen es, aber es sind zu viele. Beeilen Sie sich. Alter, Alter.
Jetzt wird's gefährlich. Ich will mal Verbrennen benutzen gleich. Das benutzen wir auch viel zu selten, nicht wahr? Aber ich fand eigentlich, dass dieses Schild noch zusätzlich zur Verteidigung auch eine Menge Sinn macht. Boah, fuck, 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 fuck. Ja, doch. Nicht schlecht. Oh, 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 oh. Scheiße. Boah, nice. So schnell haben wir diesen Fettsack noch nie umgehauen. Lohnt sich ja gar nicht hier. Wir haben große Probleme. Hopkins ist verletzt. Sind Sie in der Nähe? Achtung, Plattform kommt runter. Außenrum. Wir gehen außenrum. Wo geht gerade die Welt unter? Okay, wo lang, außenrum? Nein, nein, Boyles! Runter! Oh Gott! Was ist los? Kirkwood und Boyles wollten weglaufen. Die Reaper haben sie erwischt. Rühren Sie sich nicht, bis wir da sind. Ja, haben wir, haben wir. Weiter, weiter. Heuschrecke, scheiße. Oh oh, das wird jetzt dangerous. Richtigen Killer, ey. Hoffen wir, das bleibt auch so. Auf, 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 auf. Boah, Alter. Scheiße, scheiße. Konzentration. Oh, oh. Hast du, ne? Hast du. Oh, 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 warte, warte. Okay, Hammer, Hammer. Wir sind einfach die Ultra-Profis hier. Was denn? Oh, alles gut. Ja, nur bei diesen fetten Heuschrecken müssen wir gleich aufpassen. Wir müssen uns noch ein Universalrezept ausdenken. Direkt vor uns. Nichts mehr hin! Ja, wo denn? Hier unten, oder was? Komm schon hier runter. Oh, nice. Kacke. Ist hier noch irgendwas? Komm schon, wir brauchen alles, was wir kriegen können. 5000 Credits, ey. Können wir noch irgendwas Sinnvolles mit den Credits anstellen am Ende? Jetzt aber. Fahrstuhl ist da. Auf geht's. Fahrstuhl ist online. Wir kommen rauf. Bitte beeilen Sie sich. Ich glaube, Hopkins ist tot. Er wollte weglaufen. Ich habe ihm abgeraten, aber er wollte den anderen helfen. Wo sind nur alle hin? Die Reaper. Es waren zu viele. Es tut mir leid. Sie haben es nicht geschafft. Doktor, Sie müssen mit mir kommen. Oh Gott. Ja, natürlich. Ich war an einer anderen Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Ich kam so schnell wie möglich zurück, aber was geht hier vor? Shepard, sehen Sie. Ich bin nicht sicher, aber es könnte etwas mit diesen Bildern zu tun haben. Ist das Leviathan? Ja, wir glauben schon. Er ist alt. Viel älter, als mein Vater dachte. Dort scheinen die Eingeborenen unter seiner Macht zu stehen. Ganz klar ein Reaper. Aber er handelt allein. Anders als alle Reaper, die wir kennen. Doktor, Sie haben doch vor kurzem etwas gefunden. Das Artefakt? Ja, natürlich. Unglaublich. Es ist gleich da vorn. Es klingt seltsam, aber ich glaube, es beeinflusst das Verhalten. Ich hatte bislang nur wenig Zeit zur Untersuchung. Überhaupt nicht seltsam. Haben Sie was gefunden? Nicht viel,
aber ich weiß etwas über die Energie, die es erzeugt. Runter! Was machen die da? Sie haben es irgendwie aktiviert. Ich habe noch nie etwas... Doktor? Sie wissen zu viel. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Shepard! Ausschalten! Sofort! Sind Sie okay? Cortez, wir haben Anne Bryson. Holen Sie uns raus! Bin unterwegs, Commander. Verstanden. Wenn Sie das Shuttle sehen, laufen Sie los. Nicht zurückschauen. Okay, ja. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, Freunde. Okay, 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 nice. Fuck, fuck, fuck. Sie müssen die Häuser hier loswerden. Wir schalten sie aus. Ey, da müssen wir mal unser andere Kaliber hier auffahren. Boah, Alter, was ist hier denn los, ey? Du kannst wieder auf die andere schalten. Boah, kacke, kacke, kacke. Oh, oh, oh. So, wieder das Medikit aktivieren hier. Alter, das haut raus, ey. Boah, fuck, 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 fuck. Machen wir, machen wir. Alter Falter, ey. Okay, sie können wir jedenfalls von der Seite attackieren, das wäre auch schon mal gut. Nice. Wir machen einfach den ultimativen Schaden. Verstanden, Commander. Hä? Shuttle bereit für Evakuierung, Commander. Verstanden. Los, wir gehen. Komm, 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 komm. Lauf, lauf, lauf. Scheiße, scheiße, Vorsicht von hinten. Komm, 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 komm. Sind Sie okay? Ja, Commander. Glaube schon. Ich bin umgekippt. Leviathan hat sie übernommen, aber wir konnten rechtzeitig die Verbindung kappen. Leviathan selbst? Das ist unglaublich. Die Reaper sind an ihm ebenso interessiert wie wir. Ja, es sieht ganz danach aus. Vielleicht können Sie uns helfen, den Grund herauszufinden. Aber vorher... habe ich schlechte Nachrichten. Nennen Sie mich Anne. Könnte Leviathan sich von den Reapern losgesagt haben? Nicht in den Orkusnebel zurückgekehrt sein? Ein Deserteur oder ein Überläufer? Ich rufe sofort meinen Vater an. Er muss das wissen. Anne, Sie müssen mir zuhören, okay? Ihr Vater ist tot. Es tut mir leid. Er ist... was? Tot? Das kann nicht sein. Scheiße. Ja, ihr Vater ist gestorben und uns waren selbstredend die Hände gebunden. Doch wie wird sie reagieren? Ich denke, wir werden es in der nächsten Episode erfahren. Und dann werden wir vielleicht auch endlich erfahren, wie Leviathan aussieht und was es mit ihm auf sich hat, mit diesem Reaper, der sich von allen anderen Reapern offenbar losgesagt hat. Was für ein Mysterium.